Leute, was geht ab und herzlich willkommen zu Dr. Denno. Und Leute, ich habe eine richtig geile Hagi-Wagi-Maske am Start. Wir werden heute operieren und ihr wisst, wie es ist. Mit mir ist immer Krise. Wir schauen uns das einfach an, Leute. Das Spiel wird ultra lustig. Lasst ein Like da, schaut das Video bis zum Ende. Ist der größte Support. Ich wünsche euch viel Spaß. Kuss und wir gehen rein. Alles klar, Leute. Okay, mein Name ist Dr. Hagi-Wagi. Ich hoffe, ihr wisst, wer das ist. Und wir gehen jetzt hier safe auf jeden Fall schon mal rein. Ich habe hier einen abgehackten Finger. Das sieht auf jeden Fall ganz kritisch aus. Wir müssen mal den Verband hier losschneiden. Okay, sehr gut. Einmal den Verband bitte abnehmen. Ich habe gesagt, den Verband abnehmen. Hallo? Nehmen Sie bitte den Verband ab. Hey, was ist denn das? Ich habe jetzt noch keine Ahnung, was wir machen sollen. Ah ja, ich muss das Ding hier mit der Schere so nehmen. Okay, ja, Also ich bin kein Anfänger, ne? Ich hoffe, das wisst ihr. Ich bin natürlich erfahrener Arzt. Ich wollte euch nur testen. Okay, weiter geht's. Ich muss mir jetzt den Finger mal ganz genau hier anschauen. Wir tupfen ihn mal jetzt irgendwie so ein bisschen sauber. Oh, das sieht gar nicht gut aus, Leute. Das sieht gar nicht gut aus. Aber kein Problem. Ich habe den Eingriff schon oft gemacht. Ich habe ihn ganz oft schon gemacht, Leute. Wir müssen jetzt auf jeden Fall erstmal zum Knochen hin. Und den Knochen wieder so ein bisschen ranlasern. Dafür werden wir unsere Lasermaschine nehmen. Und ich werde das Ding jetzt einfach mal nach da oben machen. Jetzt müssen wir noch einen kleinen Knochenmarkstransplantierer nehmen. Sehr gut. Das Ding noch mal ein bisschen festlasern. Also, ihr seht schon, ne? Das ist ein ziemlich schwieriger Eingriff. Sag mal, was gibt mir hier eigentlich für eine OP, Leute? Ich muss den ganzen Finger wieder annehmen. Was soll denn das? Herr Dr. Denno, tut uns leid. Ich glaube, das war die falsche OP. Sie müssen jetzt aber trotzdem operieren. Was? Die falsche OP? Ah, scheiß drauf. Ich mach die jetzt einfach fertig, Mann. Die Maske ist auf jeden Fall auch wirklich sehr, sehr doll, Leute. Ich merke richtig, dass das Baumwolle ist. Das Ding ist so heiß. Wir haben hier Sommer. Wir haben 30 Grad. Und ich muss hier diese scheiß Maske aufsetzen, oder was? Nee, echt jetzt. Reicht mir langsam. Und wie viel muss ich jetzt hier eigentlich lasern? Muss ich das machen? Können das nicht die Schwestern machen, Leute? Keine Ahnung. So, da vorne nochmal einmal hochziehen hier den Lachs und jetzt noch einmal mit dem Laser festmachen. Super. Und wie sieht's mit dem Knochen aus? Achso, den Knochen, den sollen wir gar nicht machen. Ja gut, ich meine, na, wenn wir das nicht machen sollen, dann ist ja okay. Hä? Das war's? Habt ihr es gesehen? Also der Knochen wurde nicht rekonstruiert und was dazu kommt, der Finger war offen. Ja, also Schwester, Sie können ja den Rest machen, ne? Ich gehe dann mal nach Hause. Vielen Dank. Also, hau rein. Also Leute, nachdem die OP natürlich ein absoluter Krampf war, finden wir uns hier wieder. Es gibt hier anscheinend 14 Level und da oben ist ein Unfall passiert. Bin ich das? Alter, was ist das denn für ein Arzt? Wir gehen jetzt einmal mal in zwei Level rein und gucken uns das mal an. Hier ist eine Frau. Oh, hast du das gesehen? Guck mal den Finger da unten. Alter Schwede. Yo. Okay. Schönen guten Tag, ich bin Dr. Denno Wagi. Mein Krankenhaus ist etwas speziell. Ab und zu, wenn ich Patienten nicht mag, werden die vielleicht von meinem kleinen Freund Hagi Wagi gegessen. Der ist unten im Keller. Ich hoffe, das wissen Sie. Ja, ich werde das als stillschweigende Duldung oder Zustimmung werten. Dann gucken wir doch mal. Es gibt jetzt hier einmal die Maske auf und dann setze ich mal meine Maske auf, ja? Solltet ihr nicht eigentlich schlafen? Schwester? Haben Sie da das falsche Gas reingepackt oder was? Ja gut. Ich meine, wenn Sie wach bleiben sollen, dann ist ja nicht mein Problem. Ich bin hier nicht der Anästhesist. Ich bin hier der Doktor, der operieren muss. Dann werden wir mal mit dem Stethoskop die Brust abhorchen. Okay. Ah ja. Okay. Also, Puls ist okay. Alter, was ist das denn jetzt? Digga! Wir haben jetzt ja hier richtig, Ich gebe Ihnen jetzt eine Spritze. Ah, guck mal, wie sie zieht. Und rein damit. Sehr schön. So, die schläft, Leute. Okay, also die schläft jetzt. Alter Schwede. Die hat oben einen Splitter im Kopf. Das, Leute, muss ich tatsächlich mal sagen, ich hatte auch mal sowas. Ich bin einmal als Kind mit dem Stützräderfahrrad auf so einen Autospiegel raufgefallen und hatte ein Loch im Kopf, ne? Richtig krass. Bin zu meinem Vater gerannt, zu meinem Vati, Digga, und alles in seiner Hand voller Blut, ne? Das war schon krass. Also zu meinem Stiefvater damals. Ich habe ja schon mal erzählt, dass ich keinen richtigen leiblichen Vater habe, ne? Okay, also, Leute, wir müssen jetzt erstmal die Wunde hier versorgen und wir werden den Splitter jetzt mal da rausziehen. Ah, das ist eine schwierige Angelegenheit. Wir werden einmal den Verband hier durchschneiden. Na komm, sehr schön. Okay, das sieht gut aus. Wir müssen den Verband hier auf jeden Fall nochmal rauflegen und hier nochmal. Mach mal rauf da jetzt. So, gucken wir uns mal die Kopfwunde an. Was? Ich bin jetzt hier auch noch Friseur?
Ja gut, ich meine, wir könnten ja jetzt theoretisch anfangen, nur bei der Wunde zu rasieren. Aber Leute, ich bin natürlich ein Premium-Arzt. Definitiv, wie er leibt und lebt. Und ich sag mal so, ich gönne da natürlich halt auch noch den absoluten Haarschnitt, ne? So, sieht doch richtig spitze aus. Jetzt haben wir hier auf jeden Fall eine kleine Eintrittsöffnung. Macht euch keine Sorgen, denn ich werde das Ding jetzt erstmal richtig schön sauber tupfen. So, ja, sieht doch schon mal ganz gut aus. Jetzt müssen wir auf jeden Fall noch einen kleinen Marker hier ansetzen. Okay, und zack. Einmal so, damit wir halt auch wissen, wie wir operieren. So, und jetzt schneiden wir einmal den ganzen Aal entlang. Sehr gut. Digga, das wird ja, also Leute, Mann, das ist ja schon wieder, oh Junge. Schwester, was ist denn das jetzt hier schon wieder für eine OP? Hallo, ganz ehrlich? Stellen Sie sich mal nicht so an. Sind Sie Doktor oder sind Sie eine Milchtüte? Was für ein Ding? Alter, jetzt komm ich da mal hin. Ich hau dir eine rein. Noch einmal so frech und dann knallt. So, Leute, ich bin wieder da. Ich mach mal jetzt hier erstmal das Stückchen Haut darunter. Es ist auf jeden Fall alles ein bisschen unappetitlich, sag ich mal so. Ach du Scheiße, was ist denn das für eine Scheiße da? Eieieiei. Ja gut, wir kriegen das hin. Ich muss die neuen Hautfetzen da natürlich nur einmal mal reinlegen. Wer kennt die nicht, Leute? Diese kleinen Hautfetzen. Aber das sieht alles schon wieder im Großen und Ganzen ganz gut aus. Machen da so eine Metallplatte drüber. Nochmal so ein paar Schrauben drauf. Ich muss die auch gleich nochmal alle irgendwie festschrauben. Aber das sieht ganz gut aus. So, zack. Perfekt. Hier nochmal. Da nochmal. So. Also ich finde, ich mache meine Operation ziemlich gut, Leute. Sehe auch gerade, dass meine Maske ein bisschen schief hängt. Aber das ist im Eifer des Gefechts so, wenn man sich gerade mal mit der Schwester geschlagen hat. Okay, machen wir mal das Ding hier oben wieder ran. Und tackern den ganzen Scheiß fest. So. Einmal da nochmal rüber tackern. Und noch einmal da rüber tackern. Sehr gut. Und vielleicht mal... Ey, warum muss ich denn so viel tackern? Muss ich das wirklich machen? Das macht doch eigentlich immer der Assistenzarzt oder so. Also... Ich habe keine Zeit für so einen Scheiß. Ich muss nach Hause, ich muss zocken, Leute. Ne, ich will noch ein bisschen ballern. Und wisst ihr, wie ich meine? Achso, by the way, falls ihr es noch nicht mitbekommen habt, ich streame momentan wieder mehr auf Twitch. www.twitch.tv/denome. Schaut da gerne mal vorbei. Ich streame manchmal auch sogar schon 5-6 Stunden so. Und ich freue mich natürlich immer, wenn Zuschauer noch dabei sind. Leute, YouTube und Twitch ist für mich halt wichtig. Ne? Und freue mich, wenn ihr rüberkommt. Weiter geht's. So, dann haben wir das Ding festgetackert. Und dann gibt es hier nochmal so ein bisschen so Jod oder sowas. Das schmieren wir da einmal mal so drauf, damit die Wunde schön desinfiziert ist. Und dann passt das auch. Sehr gut. Anscheinend haben wir die Patientin erfolgreich operiert. Leute, das macht mir heute wieder richtig viel Spaß. Und deswegen gehen wir auch direkt ins dritte Level. Schwester, kommen Sie. Ist keine Schwester mehr. Was ist denn da los? Ah, Leute, da ist sie doch. Hallo, Schwester. Ja, ich weiß, ich bin ein bisschen gewalttätig geworden, ne? Aber das tut mir echt leid. Sie haben auch echt Scheiße gelabert. Ich sag, wie es ist. Das passiert mir natürlich nicht nochmal. Zwinker. Aber man muss ja auch mal als Chefarzt, ne? Muss man auch mal die Grenzen aufzeigen. Kommen Sie mal her. Ich guck mir mal an, was ich Ihnen da gehauen habe. Also, Leute, wir haben hier so eine kleine, ich werde sie erst mal beatmen. So, das ist jetzt erstmal, ne, das kickt jetzt erstmal richtig schön rein. Ich check nochmal den Puls ab. So, Puls sieht ganz okay aus, ist alles nett hier. Dann werden wir jetzt mal die Spritze fertig... Oh, warte, keine Spritze, Leute, wir nehmen anscheinend nochmal ein Fieberthermometer. Was ist das denn? 101? Das war ganz schön heiß, ne? Leute, die hat 101 Grad oder was? Was ist das denn? Ja gut. Gucken wir mal, was jetzt hier am Kinn so los ist. Oh, das sieht auf jeden Fall nach einer... Leute, ich glaube, da ist meine Faust irgendwie raufgekommen, ne? Was soll ich sagen, Bruder? Ich mach das Ding jetzt erstmal auf und wir gucken da mal ganz entspannt rein. So, mach mal auf hier den alten Lachs und nochmal hier so. Wir müssen die Wunde einmal aufmachen. Was ist das denn? Boah! Oh Gott! Okay, ich bin cool. Wir kriegen das hin. Wir kriegen das schon hin. Boah, ist das widerlich, Alter. Das ist doch nicht normal, ey. Was ist denn da passiert? So, wir müssen einmal mit dem Kreissägen-Dingsi hier einmal so rumschneiden. Okay, das Ding haben wir auf jeden Fall schon mal offen. Packen wir mal einfach hier auf den Teller rauf. Machen da so eine kleine Metallplatte wieder davor. Sieht gut aus. Und verschrauben die so ein bisschen. Ah, es sind dieses Mal nur zwei Schrauben, Leute. Das finde ich persönlich mega nice.
Okay, einmal hier rüber. Perfekt. Machen wir das Ding wieder ein bisschen zu. Dann nehmen wir das Ding zum Tackern. Das ist jetzt hier das kleine Teil. Hallo, leg das doch nicht immer wieder da unten drauf. Mach doch einmal mal gleich zack, zack, zack. Ja gut, dann nehmen wir... Oh, ich glaube, die hat oben noch was auf dem Kopf. Kann das sein? Ich habe jetzt die Wunde zumindest erstmal wieder zugemacht. Wir müssen das Ding jetzt erstmal nochmal neu darauf verbinden. Perfekt. Und ich habe das Gefühl, dass wir vielleicht jetzt weitermachen müssen. Ja, sieht tatsächlich danach aus. Nee, das war's. Also gut, Schwester, das sah ja alles ganz entspannt aus. Dann, ich sag mal so, 3 Tage krankgeschrieben und dann wieder arbeiten, ne? Perfekt. Leute, das war's mit Dr. Denno Waggy und dem, ja, den ganzen Operationen. Falls ihr mehr davon wollt, lasst einfach ein Like da, abonniert den Kanal, aktiviert die Glocke, dann verpasst ihr die nächste nämlich auch nicht. Und schreibt es in die Kommentare, Hashtag Doktor unten rein. Danke fürs Zusehen bisher. Dickes Küsschen geht raus. Denno out.